Das Firefighter-Gschnaß gehört in Thalskirchen schon zur Tradition. Doch der Bürgermeister in Maskierung, das ist eine Rarität. Sie haben mal gesagt, dass Sie kein großer Fan von Verkleidungen sind. Wie kam es heuer zu diesem Kostüm? Na, weil es eine ganz besondere Ehre ist. Fast jeder in der Stadt weiß, wie außergewöhnlich die Eröffnungen sind vom Firefighter-Gschnaß der Thalskirchner Stadtfeuerwehr. Und in einem gewissen Anfall von Leichtsinn haben wir das einmal miteinander besprochen, schon vor einigen Monaten. Und ich habe damals ja gesagt und bin dann nicht mehr ganz rausgekommen. Aber das ist halt so, was ich verspreche, das heute zu meinem Wort stehe. Und bis vor einer halben Stunde habe ich nicht genau gewusst vor der Eröffnung, was mir erwartet, aber wir haben das miteinander hinbogen. Alle für einen, einer für alle. Was steckt hinter der Organisation? Die Organisation des Feuerwehrballes fängt natürlich schon Monate vorher an. Hat natürlich, dass wir uns überlegen, welche Eröffnung machen wir sie. Und diese Eröffnung von heute haben wir schon länger im Kopf gehabt und mit Andi haben wir schon mal besprochen, ob er vielleicht einmal mitmachen würde und so, wie er es gesagt hat. Ne? Er hat gesagt, ja, mach einmal mit und so. Und heute habe ich ihn dann informiert, wie das Ganze ablaufen wird und dann ist er einmal so bewusst worden, auf was er sich eigentlich eingelassen hat. Aber er hat das super gemacht. Ich komme gern her, weil die Feuerwehr sich sehr bemüht, diese Veranstaltung zu machen. Ich muss sagen, auch toll organisiert immer. Und das ist für uns für mich als Vizebürgermeister selbstverständlich, dass man mal einen Sprung hergeht, sehr viel unter die Leute mischt. Und es ist auch gut so, dass die Tradition der Maskenbälle durch den Feuerwehrball Thalskirchen in den letzten Jahren wieder als Maskenball durchzuführen, wieder die Tradition der Maskenbälle auflebt. Ist das nicht dieser typische Hugh Hefner Bademantel? Das gebe ich zu, weiß ich nicht. Das ist ein Bademantel, den ich mir heute geschwind besorgt habe. Das heißt, was war Ihr Kostümgedanke dahinter? Der Gedanke ist, dass ich wirklich ein wenig ausgelaugt bin. Die letzten 14 Tage waren sehr intensiv. Morgen ist ja Gemeinderatswahl und ich denke mir, hoffentlich, es hat sich ausgezahlt. Aber trotz alledem finde ich es wunderschön, dass heute dieser Ball stattfindet, weil er lenkt einige Stunden ab. Sie sind von Oldtimer Club und haben sich für heute ein ganz spezielles Motto überlegt. Wie kam es dazu? Unsere Mädels haben, nachdem wir vor 2 Jahren mit den Schmetterlingen da waren, sich ein extravagantes Kostüm ausgesucht und das Thema war Blumenstrauß. Und die Mädels haben dieses Blumenkostüm, das sie eigentlich alles in Selbstarbeit zu Hause bzw. im Club ein Jahr lang, kann man fast sagen, geschneidert haben. Du hast heute mit Abstand das heißeste Kostüm. Danke. Ja, ich habe mir ein Vorbild genommen, den 90er Jahren und so. Und da ist mir eigentlich gleich die Pamela ins Kopf geschossen. Also, ja. Ja, wir hoffen, dass heute wieder über 600 Gäste zu uns kommen werden, so wie in den letzten Jahren auch. Und das ist eigentlich der Grund auch, warum uns das Spaß macht. Es ist zwar sehr viel Arbeit, die ganzen Vorbereitungen und sehr viel Zeitaufwand, aber wenn man dann weiß, man hat einen Erfolg und vor allem auch die Unterstützung der Stadtgemeinde, dann ist das auch, macht man das mit einer gewissen Freude.